Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Day of Billions. Wir spielen jetzt die tiefe Ebene, wo ich gerade leicht versagt habe, muss ich gestehen. Kann man es wieder wegmachen? Das kann man sogar wegmachen, okay. Denn ich werde das was anderes machen. Ich werde zuerst das hier machen mit zusätzlichen Jäger. Ich habe gesehen, es ist doch etwas heftig. Und wir machen den Gebäudeschutz auf jeden Fall noch hin. Heißt so viel wie, wir haben 20%, unsere Girl halt 20% mehr aus, bevor sie befallen werden. Was in den nächsten Mission ziemlich böse ist. Denn wir haben hier eine große Karte, eine kleine Karte mit vielen Zombies drauf. Kannst du nochmal vorlesen? Die grünen Wiesen beherbergen mehrere kleine Seelen und sollten ein idealer Ort für eine Kolonie mit vielen Kolonisten sein. Es gibt nicht viel Baufläche, daher nutzt die vorhandene Fläche für die Erweiterung der Kolonie. Zudem ist die Region reich an Mineralien und Eisen. Wo die Region viel Nahrung zu bieten hat, benötigst du eine große Armee, um die herumziehenden Schwärme der Infizierten zu vernichten. Und das stimmt in dem Fall wirklich. Also, das ist schon heftig, wie viele Zombies hier eigentlich in der infiziert hier in der Gegend rumrennen. So, das ist auch schon mal gut, dass mal einen weiteren. Ups, ne, das wollte ich. Einen weiteren Soldaten hier haben. Aber der wird auf jeden Fall mal zu Hause bleiben von Anfang, weil wenn der rumschießt, gleich auf Anfang. Das ist nicht gut. Glaubt's mir, das ist nicht gut. Weil wir sehen können, bereits im Anfangsgebiet sind hier ziemlich viele Zombies unterwegs. Mit ziemlich vielen meine ich auch ziemlich viele. Da bin ich froh, dass wir zumindest mal hier einen weiteren Soldaten haben. Einen weiteren Jäger haben. Und die Insel, die Karte selber ist nicht groß. Deswegen hoffe ich, dass wir nicht mehr als, länger als 18 Tage brauchen, weil die erste Welle abzufangen sollte gehen. Das sollte echt das geringste aller Probleme sein, aber die sagt es mir, die Wellen danach. Die werden heftiger Natur werden. Also richtig heftiger Natur. Was haben wir denn hier? Gold für den Mühle, okay. Das kommt danach noch. So, danach kommt er nach oben, damit er hier oben ein bisschen reinräumen kann. Weil wir brauchen das Gebiet. Wir brauchen so viel Gebiet, wie wir bekommen können. Genau, und du bleibst einfach nur zu Hause stehen, das passt dann schon. Ah, Manometer. Dankeschön für den Hinweis. Dankeschön für den Hinweis. So, haben wir nach oben. Ja, ich weiß, ihr liebt. Ja, sie sehen es auch schon, dass es da oben was zu essen gibt, so wie es ausschaut. Nicht gut, auf jeden Fall gar nicht gut. So, dazu können wir sagen. 200 Gold. Mist. Geht nicht ganz. Geht nicht ganz auf Foyer. Ja. Dankeschön dafür, Dankeschön dafür. Tötet ihn, Dankeschön. Ja, ich zu machen. Und hier, ich brauche eigentlich Holz. Ich brauche zuerst Holz natürlich. Und dann brauche ich Steine. Jede Menge Steine. Denn ohne Steine geht nämlich rein gar nichts, würde ich mal behaupten. So. Das ist das nächste Sägewerk. Oh, du mein Sägewerk, oh, du mein Sägewerk. Wie komme ich denn da? Relativ gar nicht hoch, okay. Natürlich kann man sagen, wir bauen hier nämlich noch einen Turm auf direkt. Mit dem können sie weiter schießen und dann sollten wir eigentlich weniger Probleme haben. Mit der Betonung auf eigentlich. Wir werden wahrscheinlich trotzdem noch Probleme haben, aber ja. Es wäre komisch, wenn wir keine Probleme haben würden. So, nochmal hier ein bisschen was freiräumen. Mein Eisenbaum von Anfang ja nicht. Das brauchen wir auf keinen Fall. Aber der Rest brauchen wir auf jeden Fall. So, Familiengestalt. Wie gesagt, dann kommt da oben ein Türmchen hin. Okay, dann wenn es sobald ihr dann fertig seid, könnt ihr da einen kleinen Schritt nach hinten machen. Auch nur ein ganz kleinen. Also es muss kein großer sein. Ein kleiner reicht vollkommen aus. Noch eins bauen könnte man sogar. Aber ich möchte hier was. Genau, ich möchte das hier kurz freiräumen. Komm, nicht einen Bogenschützen hier lassen, der zweite kommt hier hin. Mit dem dritten gehen wir und mit den anderen drei können wir hier rüber gehen. Je mehr wir einsacken, umso glücklicher bin ich nämlich. Dankeschön dafür. Dann sagen wir nämlich direkt hier ans Eck. Und ans Eck. Moment.
ein Hirn. Und direkt Hirn. Kommt ein Türmchen. Und vielleicht hier unten noch einer hin. Ja, könnte man so lassen. Okay. Du nochmal. So, was ist hier unten los? Na, habe ich noch was gehört? Habe ich noch irgendwas gehört? Traut sich noch jemand? Der eine traut sich noch, okay. Dann gehen wir nach links rüber. Oh, Hallöchen aber auch. Dich habe ich gesehen hier, du kleiner Wanderer. Du Klitzi, kleiner Wanderer, du. So, und du kommst hier rüber. Na komm, put. Ab hier hoch. So, und lass es krachen. Des Weiteren schauen wir doch mal, dass wir vielleicht die Chance haben. 30 Holz, wir kommen nicht ganz hin. Schade was. Ist zu schön gewesen. Dass wir einmal mit Haufen gefahren sozusagen. Dich noch hier bauen können. Und 30 Holz fehlt. Eins fehlt uns noch. Ah, Mist. Gerade falsch hingezapft. Dann tut ihr hier noch ein bisschen einheizen. Du machst dort was kaputt und du machst dort hinten was kaputt. Wie wär's denn mit dem hinten? Du bleibst hier und ihr kommt wieder mit hier nach unten. Dann hoffe ich jetzt inständig, dass wir gleich die 30 haben. Yep, haben wir. Wunderbar. Ich brauche nämlich so schnell wie möglich nicht nur Steine. Ich brauche so quasi ziemlich viel, wenn der Tag lang ist. Mal gucken, wie weit wir da unten das Zeug frei bekommen können. Und Tag 2 und wir sind eigentlich relativ gut aufgebaut, sagen wir es mal so. Es könnte auch schlecht um uns stehen. Es könnte definitiv schlecht um uns stehen. Achso, wir könnten ja noch... Kein Holz momentan, okay. Wenn ich kein Holz habe, dann könnten wir vielleicht trotzdem hier bauen. Hier auch noch bauen. Da wiederum nicht mehr bauen, aber hier... gerade die noch anlocken, wo ich eigentlich nicht mehr anlocken wollte. Ah, und dann müssen wir hier noch einen Turm hinstellen. Das scheint auch noch nicht so schlecht zu sein. Haben wir denn... Nahrungsmittel. Ich sehe schon, Spiel, ich sehe schon, was du hinaus willst. Hast du mit 16? Ah, nicht genug Materialien. Ich denke mal schon, warum kann ich den hier nirgendwo was aufbauen? Naja, ich finde die Materialien nicht, Depp. Da kann ich natürlich lange suchen. Was soll man das so machen? Wir machen das einfach so. Wir stellen direkt daneben eine Turm auf. Würde ich jetzt mal behaupten. Können wir den schon von vorher hinbauen? Da oben ja, aber nicht hier. So, und da möchte ich ihn eigentlich haben. Genau hier daneben. Genau hier und nirgendwo anders. Okay, komm mal her. Haben wir es vorhin kaputt. Jetzt haben wir auch noch genug Leute für den Moment. Das ist schon mal schön. Das ist schon mal richtig schön. 20 Holz haben wir noch nicht. Ihr seid fertig, ihr seid fertig, ihr seid fertig. Kommen wir auf 20 mit dem nächsten? Kommen wir sogar. Oh, yippie. So, wir enden mit dir. Strom muss sein, denn Strom ist fein. Einmal hier, einmal dort. Und mit dem hier oben ist immer auch klar. Na komm, ein bisschen schneller bauen, Genau, so ein bisschen schneller abbauen. Denn ich brauche das hier. Holzsteine arbeiten, haben wir auch. Energie kommt gleich. Ich sag, Stein zu bekommen ist ja gerade eher das Schwierigste von Problemen. So. Nur keine Angst, Wenn hier einfach zu zweit, wenn die ein bisschen vorrücken. Einfach nur um zu gucken, was die so machen könnten. Geht gerade nichts. Ne, 2020 haben wir noch gesagt gehabt. Ich meine, sie können sich ja nicht vermehren. Das ist ja schon mal... Ich denke mal, sie können sich nicht vermehren, sagen wir es mal so. Ich hoffe inständig, sie können sich nicht vermehren. Vielen Dank dafür.
Eine saubere Fläche. Haben wir wieder eine Schmuddelfläche gemacht? Hey. Können wir vielleicht... Nee, abbauen können wir nicht. Wäre aber auch doof, weil ich gerade 20 davon brauche, 20 Steine. Ah, Moment. Kriege ich das beim nächsten Mal? Ich krieg's beim nächsten Mal. Ja! Und dann haben wir sogar noch ein bisschen Gold und alles angeschafft. Um unser Bogenschützen zu machen. Dankeschön dafür. Na komm, gib mir 20 Steine, liebes Spiel. Das, danke schön, wollte ich gerade sagen, kann doch nicht so lange dauern. So. Das können wir direkt hier lassen. Und soll hier dann unsere ganzen Einheiten ausspucken. 76%. Ah, bald Veteranen. Das ist schon mal gut. Veteranen sind super, um die Karte aus frei zu machen, würde ich mal behaupten. Sagen wir, was mit Zaun unterwegs sind. Scheinen sie auch nicht zu rennen. Was äußerst vorteilhaft ist, müsste ich mal behaupten. So, darüber dann. Tom, 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 Tom. Bogenschießen macht so Spaß. Lalalalalalalala. Yep, die möchte ich lieben gerne probieren. So, was ist denn das nächste? Ne, Schreinerei. Das ist ja einerlei, diese Schreinerei. Hierhin. Alles kompakt gebaut. Je kompakter, umso besser. Ich glaube, ich habe mal ein Holz oder zwei dafür. Bin mir gar nicht so sicher. Zwei Holz brauche ich sogar. Macht nichts. Zwei Holz ist gut. Das passt schon. Wir kommen da genug, wir kommen da genug. Brauche ich Nahrung dafür eigentlich? Ich brauche nur Arbeiter. Dafür brauche ich Nahrung. Da geht halt nirgends was in der Umgebung. Hier auch nicht, da auch nicht. Haben wir denn... Stimmt, wir können doch bestimmt hier noch irgendwo eine Farm hinklatschen oder sowas. Hier. Das schaut doch richtig gut aus. Zwei arme kleine Seelen. Normale und schwache und ältere Infizierte. Puh, zum Glück. Zum Glück an der Stelle, zum Glück. Wir müssen uns überlegen, ob wir vielleicht dann hier zu bauen und danach hier und dort zu bauen. Dass wir uns so kleine Gebiete freischaufeln, sagen wir es mal so. Jagdhütte ist gebaut. Ah, herrlich. In der Jagdhütte können wir nämlich das hier machen, beziehungsweise wir hatten kurz ab, bis wir die Schreinerei soweit mal haben. Ich glaube, noch weiter ausdehnen brauchen wir uns gerade nicht in dem Sinne. So, dankeschön. Veteran Nummer 1, wunderbar. Eventuell noch gleich Veteran Nummer 2. Beziehungsweise du kommst dann hier hoch. Und du kommst hier runter. Zack. Und zack. Dass man eher sagen, die Veteranen bleiben zu Hause und verteidigen alles. Was wahrscheinlich ein bisschen mehr Sinn ergibt. So, und ihr werdet weiter ausgebaut. Yep. So wie wir nur machen können. Machen die ganze Armee von Bogenschützen. Die haben zwar nicht den höchsten DPS-Wert, aber es macht nichts. Sie müssen in dem Sinn ja bloß funktionieren, sagen wir es mal so. Das Gebiet hier unten schaut doch relativ frei mal aus für den Anfang. Achso, warte, wir waren hier oben schon fertig. Zack. So, wenn wir das jetzt soweit haben, können wir mal gucken, was ist denn hier hinten überhaupt. Oder inwiefern können wir denn hier teilweise Sachen zubauen. Das wäre auch schon mal gut zu wissen. Das wäre auch schon mal gut. Wir haben hier was, wir haben hier was, wir haben hier was. Du hier, mitkommen, nach hinten. Da haben wir schon ein paar Murrennen. Und da darf man nicht falsch verstehen, das sind echt ein paar Murrennen. Wenn zu viele anfangen zu rennen, ist das nicht gesund für uns. Ihr seht, sie kommt zu nah ran. Mitkommen, mitkommen, mitkommen und darüber.
Wir werden zugänglich sein, wenn sie... Danke, Ankunft sind wir gern gesehen. So, von ihm können wir auch noch mehr kommen. Das heißt nämlich, wir haben nämlich hier unten das große Glück. Da geht nichts. Ernsthaft? Wo wir da was hin? Dass wir das Ding nämlich hier voll bauen. Ich wollte gerade sagen, ihr könnt auch zurückkommen. So, du nach da hinten. Ah, nee, ihr seid. Ach, das ist auch schon Veteran, okay. Wenn wir noch einen weiteren Veteran haben, ist es natürlich noch wesentlich besser. Warum nämlich hier zu einfach? Ich würde Anfang mal so quasi hier durchbauen. Wenn wir so viel Holz haben momentan, ist es bestimmt nicht die schlechteste Art. So, hier hinbauen. Ein Türmchen hinbauen. Und eventuell 1, 2, 1, 2. Hier hinbauen. So, fertig. Das du bleibst hier. Und ihr kommt mal quasi mit. Und schaut, was wir da hinten noch so wegradieren können. So. Da scheinen nämlich echt noch ein paar Stück übrig zu sein. Und das war's. Das war's, wie es ausschaut. Marktplatz bauen. Yep, Marktplatz ist immer gut. Natürlich noch ein bisschen Holz haben, könnte man auch upgraden, aber so geht's leider nicht. Na, schade was. Im Arbeiten können wir auch noch upgraden. Kriegen wir aber auch noch hin. Du hier mit nach hinten. Und der kann hoffentlich gleich da hochgehen. Sie, Entschuldigung. Yep, funktioniert. Funktioniert. Ja, da ist noch ein bisschen was. Tadam, tadam, tom, tam. So quasi. Hier hinstellen. Mehr brauchen wir gerade nicht. Mehr brauchen wir ganz gerade hier hinten. Upp, weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. So. Das heißt nämlich, wir könnten. Na, natürlich. Ich würde sagen, haben wir keinen Veteran gerade hier. Scheiß anscheinend nicht. Dann bleibst du hier und ihr tobt euch weiter hier oben aus. Sie trauen sich, sie trauen sich. Sie trauen sich echt was zu machen. Zack und zack, zugebaut. Du gehst hier hin und du kannst Punkte sammeln. Technologie ist fertig, das heißt, wir könnten hier doch bestimmt einen Marktplatz hinbauen, wenn wir gut genug sind. 200 Coinisten. Mist. Und Holz brauchen wir auch noch. Und davor ein paar Arbeiter. Jungs, 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 so langsam macht ihr mich fertig hier. So langsam macht ihr mich fertig. So und so. Kann man sagen, 1, 2, 1, 2. Und hier ist dann ein Gang zwischendurch, den wir nachher noch hochgehen können. Kannst du da hoch? Du kannst da hoch, okay. Egal, was da kommen sollte. Das kriegen die schon hin. Das macht rein gar nichts aus. Die können angegriffen werden. Hauptsache. Dankeschön dafür. Ich kann sagen, lasst Hauptsache den Rest noch in Ruhe. Sind wir noch upgraden? Hier haben wir gesagt, dafür die Nahrung momentan. Aber gegen die Nahrung können wir was machen. Zack, hier, 20. Danach kriegen wir nämlich noch mehr Arbeit. Und danach können wir alles hochpumpen und alles wird besser. Alles wird besser. Eventuell sogar. Ah ne, zuerst wollte ich hier einen Holzfäller machen. Danach wird es wiederum besser. Können wir denn da hinten? Ja. Mir zubauen können. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Tag 10 ist auch schon wieder fast vorbei hier. Boah, Mist. Was soll's, lauter Bogenschützen. Komm, wir müssen das Gebiet hier freiräumen. Hilft ja alles nichts in dem Sinne. Ich brauche nur ein paar Arbeiterchen. So, wieder ein bisschen Holz.
Die wollen es echt wissen. Die wollen es echt wissen. Na komm, lass in Ruhe. Dankeschön. Von welchen Ecken die überall kommen. Also irgendwann muss doch mal Schluss sein hier. Ich bitte euch. Ja, von da oben können sie auch schießen. Das ist weit. Das ist richtig weit. So, jetzt da. Dankeschön. Wir haben hier auf jeden Fall Gebäude. Das passt soweit. Da wollen wir eh nicht raus. Das heißt, zu. Na, wunderbar. Okay, von der Seite hier reinprasseln, was soll's. Macht sie fertig. Drei Holz, das dauert ein bisschen. Und ihr kommt von da drüben her. Das heißt, ihr macht einen zwei Frontenangriff momentan. Und seid hoffentlich glücklich mit der Welt. Auch der Zug kommt, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Tschu, komm her, Zug. Wunderbar, danke schön. Acht, fertig, das muss so. Acht, Strom, Erzanbieter, bam, bam, bam. Nächstes Haus upgraden, yep, danke. Sitzt, passt und hat Luft. Ach, ich bin so froh, wenn wir es nächste Mal wieder gleich haben. So, hier, ab nach oben. Ja, das werden die auf jeden Fall bekommen. Was das immer auch nicht zu ist, das gefällt mir natürlich ganz und gar nicht. Aber eventuell kommt gleich ein Schub. Wenn ich ganz lieb bitte bitte frag, sag irgendwie sowas in Richtung. Dankeschön, wunderbar, jetzt zu. Dann können wir nämlich das hier oben auch noch für uns zumachen. Insofern wir es heute natürlich haben. Energie brauchen wir auch noch. Für Arbeiter, Holz und Energie. Oh, Mist. Tag 11 und wir haben noch keine fertige Mauer. Also was wir jetzt haben, ist erst so so ein Teilprodukt sozusagen. Macht nichts. Und die nächsten hier hinbauen. Ja, die sind schon so ein bisschen bitschelig gerade drauf. Denkst du, ja, komm. Jetzt beiß ich sonst wohin. Vier Arbeiter haben wir nicht. Kommen mit dem aber dazu zumindest zwei, würde ich mal behaupten.